Willkommen heute mal wieder zu einem neuen Mem-Video. Diesmal aus einem eher etwas traurigen Anlass, weil das Thema heute ist, wenn Träume sterben. Und auch wenn es letztlich gar nicht direkt meine Träume sind, ist es wahrscheinlich jeder von euch, der mit Menschen verbunden ist und ja, miterleben muss, wenn ihre Träume letztlich von anderen getötet werden. Wie das ist, wenn wir uns gegenseitig nicht mehr als Menschen sehen. Wenn wir uns einfach wie Objekte, wie Sachen behandeln. Worum geht es? Wir durften gestern dabei sein, während der Marktgemeinderat Reichenberg von der Gemeinde, in der wir hier wohnen, darüber beschlossen hat, wie letztlich mit den Einwendungen zu dem geplanten Baugebiet, zu dem Bebauungsplan, der hier schon seit Jahren letztlich geplant wird, wie dort mit den Einwendungen umgegangen wird. Und das Schlimmste ist tatsächlich dann zu erleben, wie Menschen, die sich eigentlich freiwillig in so ein Amt haben wählen lassen, aus meiner Sicht sehr verantwortungslos damit umgehen. Weil sie einfach vergessen, dass diese Entscheidung, die sie da treffen, diese Festlegung, die sie da treffen, und zwar ohne Not, weil gerade ein Bebauungsplan hat sehr, sehr viele Freiheiten und eine Gemeinde hat da sehr viele Möglichkeiten, gestalterisch vernünftig einzuwirken. Und gestern wurden einfach alle Einwendungen, alle Bedenken, die von den Einwohnern hier geäußert wurden, die halt als Anlieger des Baugebiets besonders betroffen sind, einfach vom Tisch gewischt, während der verantwortliche Planer, das Baubüro Auktor an der Stelle, auch der Name soll genannt sein, einfach um deutlich zu machen, welche Menschen dort alle beteiligt sind, letztlich in einer gemeinsamen Verantwortungslosigkeit. Und es wurde überhaupt nicht eingegangen. Es wurde überhaupt nicht die Argumente aufgegriffen. Es wurde nicht mal argumentiert oder abgewogen, sondern es wurde einfach beiseite gewischt. Als wären die Anliegen, die Wünsche, die Hoffnungen, die Sorgen, die Bedenken, die Menschen in so einem Verfahren einbringen und äußern, absolut bedeutungslos. Die Gemeinderäte, die selber davon nicht in direkter Form betroffen sind, da kam einfach nur Schweigen im Walde. Der Gemeinderat hat letztlich die vorbereiteten Beschlussfassungen, die von dem Planungsbüro Auktor dort verlesen wurden. Und sie haben nicht mal die Mühe gemacht, sich die Einwendungen vorlesen zu lassen, sondern sie haben einfach nur vom Planungsbüro das Krude zusammenfassen lassen, was den Inhalt überhaupt nicht wiedergab, weil schließlich kenne ich ja den Inhalt. Ich war ja mit dabei, diese Informationen zusammenzustellen und einzureichen. Und dann alles schweigend, letztlich ohne irgendeine Diskussion, diese Dinge durchzuwinken. Was das Planungsbüro da behauptet, beziehungsweise eigentlich, sie haben sich nicht mal mehr diesmal die Mühe gemacht, bei dieser Auslegung oder bei der Behandlung dieser Einwendung irgendwelche Behauptungen aufzustellen. Sie haben alles beiseite gewischt. Sie haben einfach gesagt, sehen wir nicht so, ist irrelevant für uns. Was es ja letztlich auch ist. Sie sind von dem Baugebiet ja nicht persönlich betroffen. Und gerade so vor der Wahl mutet das schon sehr merkwürdig an, dass sie das jetzt noch so kurzfristig letztlich durchdrücken wollen. Aber eben das Schlimmste dabei ist einfach dieses Fehlen an Menschlichkeit, dieses Vergessen, dass Menschen davon betroffen sind, dass Menschen, die eben ihre Sorgen und Befürchtungen haben und ganz sicher nicht zu Unrecht. Aber letztlich könnte man das nur beurteilen, wenn man sich mit Inhalten beschäftigt, wenn man sich mit Fakten beschäftigt. Aber im postfaktischen Zeitalter gibt es keine Fakten mehr. Entscheidungen basieren nicht auf Fakten, sondern auf Vorstellungen. Und die Vorstellung, wer ändert schon gerne seine Vorstellung, wenn er erstmal welche gefasst hat? Es ist schlimm. Die Frage ist, was macht man an so einer Stelle? Was, wenn jetzt dann wieder die lapidaren Antworten kommen, es gibt doch den Rechtsweg. Ja, bis zu einem theoretischen Rechtsweg gibt es schon. Das Problem ist nur, dass so ein Bebauungsplan muss durch ein Normkontrollverfahren angefochten werden. Und an der Stelle kann man höchstens so weit kommen,
dass zumindest der Bebauungsplan für ungültig erklärt wird. Weil davon abgesehen, dass man das nicht günstig bekommt, weil das Verwaltungsgericht, was dafür zuständig ist, das Oberverwaltungsgericht, das ist ohne Anwalt nicht betreibbar. Während andere Verwaltungsgerichte, also auf der ersten Ebene, tatsächlich auch ohne Anwaltszwang einfach Klagen eingereicht werden können, ist auf der Ebene zwangsweise anwaltliche Vertretung Pflicht, was die ganze Sache auf jeden Fall deutlich teurer macht. Insofern hat man eben nur die Möglichkeit, überhaupt dafür zu sorgen, dass dieser Bebauungsplan zumindest für ungültig erklärt wird. Das heißt, dass die Gemeinde dann nochmal neu anfangen muss. Hoffentlich neu anfangen muss und nicht im Endeffekt an dem alten Klump weiterarbeitet. Aber letztlich kann man nicht dafür sorgen, dass sie die Dinge berücksichtigen, um die es geht. Sie können im Endeffekt den gleichen Schmuh nochmal machen und man kann das Spiel letztlich endlos wiederholen. Je nachdem, wer wie lange die Muße hat, Zeit und Energie in sowas zu stecken. Und das ist halt die Lebensenergie von Menschen, die damit vollkommen sinnlos verschwendet wird. Weil man nicht miteinander spricht, gibt ja auch keine Notwendigkeit. Bei uns im Gemeinderat dürfen die Beisitzer, die Gäste, die sich anhören dürfen, wie die Gemeinderäte über ihre Umwelt entscheiden, in einem Jahr 2020, in dem eigentlich der Klimawandel und die entsprechenden Maßnahmen zum Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz in aller Munde sein sollten, bei den Gemeinderäten in dem Entscheidungsverhalten keine Relevanz haben. Und dahingehend dann eben, wie gesagt, nicht mal das Wort haben oder nicht mal die Möglichkeit zu haben, dass man sich dort äußern darf, dass man sagen kann, ey, das Problem ist, dann fehlen einem schon die Worte, mit welcher Kaltschnäuzigkeit letztlich dort über die Anliegen hinweggegangen wird. Wenn man wenigstens eben miteinander reden würde, wenn man noch merken würde, dass man als Mensch noch gesehen wird mit all dem, was uns unser Menschsein ausmacht. Weil was macht uns zu Menschen? Dass wir Gefühle haben, dass wir Empathie mit anderen aufbringen können, dass wir uns in die Lage des anderen versetzen können und eben nicht einfach nur Objekte sind, die wie Dinge behandelt werden, die keine Rolle spielen. Und ja, ich weiß es im Moment nicht, wie es weitergeht. Und insbesondere, ja, wie ich schaffe, auch meiner Partnerin da durchzuhelfen, dass es irgendwie weitergeht. Weil Menschen an solchen Punkten einfach dumme Entscheidungen treffen können. Und da achtsam genug zu sein, sowas zu verhindern. Das ist der Grund auch, warum ich einfach heute dieses Video aufnehmen musste. Das Einzige, was hilft, ist, sowas auszusprechen aus meiner Sicht. Zu sagen, Menschen, wollen wir wirklich in solchen Strukturen leben? Wollen wir wirklich so miteinander umgehen? Ist das die Art und Weise, wie unser Menschsein aussehen soll? Objekte zu sein? Diejenigen, die Entscheidungsbefugnisse bekommen, dass sie sich keine Gedanken mehr darum machen, was es bedeutet, Mensch zu sein? Und dass ihre Entscheidungen Menschen betreffen, Folgen für Menschen haben. Weil das Schlimmste ist letztlich, selbst wenn eben dieser ganze Gerichtsweg dann notwendig ist jetzt oder notwendig sein wird, die Gemeinderäte haben nichts zu befürchten. Im Zweifelsfall kostet es die Gemeinde ein bisschen mehr, was dann wieder die Steuerzahler belastet. Aber die Gemeinderäte müssen das nicht verantworten. Sie haben keine finanzielle Abhängigkeit, sie können dafür nicht belangt werden, wenn sie so etwas tun. Und letztlich, trotz aller Hinweise, trotz aller Informationen, die ihnen zur Verfügung gestellt wurde, sie einfach ignorieren. Insofern hoffe ich, wenn ihr euch tatsächlich auch in solche Ämter und Aufgaben begebt, in denen ihr über das Leben von anderen Menschen entscheidet, nicht weil ihr müsstet, sondern weil ihr euch dafür entschieden habt, das zu tun. Dann denkt daran, das sind immer noch Menschen. Die Entscheidungen, die ihr für sie trefft, haben Auswirkungen auf sie, auf ihr Leben, auf die Art und Weise, wie sie letztlich
weiter Träume verfolgen oder zerbrechen, weil ihr ihnen ihre Träume nehmt. Von daher, bis bald, bis zum nächsten Meme-Video. Ciao.